Hello, hello. Hi, ich bin der Philipp Jakesch, Naturfotograf aus Österreich und ich beschäftige mich mit der Aufnahme von Landschafts- und Wildlife-Bildern. Ich mache regelmäßig Videos wie dieses und freut mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Videos liked und kommentiert. Heute gibt es ein Video zu den Nordlichtern und die Planung, soweit man es halt planen kann, die Aufnahmeseite und auch die Bildentwicklung, also wirklich so ein volles Video. Es wird wahrscheinlich eine Spur länger dauern. Grundsätzlich würde ich das Video gerne in 3 Teile unterteilen. Es wird auch an mehreren Standorten stattfinden. Ich werde das Video schön unterteilen, dass ihr in der Timeline seht, wo welcher Bereich zu finden ist. Also einfach mit dem Cursor auf die Timeline gehen und ihr seht die Beschreibung, wo welcher Teil ist. Ich verwende dieses Polarlicht-App und da oben sieht man eben das aktuelle Potenzial auf der Sonnenoberfläche. Wüten wilde Stürme, so wild, dass wir uns die gar nicht vorstellen können. Aus der Oberfläche der Sonne werden durch diese wilden Stürme Partikel so rausgeschleudert. Meine 3 wichtigsten Parameter für die Nordlichtfotografie sind die Sonnenwindgeschwindigkeit, die soll hoch sein. Dann die Sonnenwinddichte, also wie viele Partikel, wie dicht ist der Partikelstrom, soll auch hoch sein. Und das dritte ist das Magnetfeld. Das Magnetfeld soll möglichst weit ins Minus gehen. Jetzt habe ich von diesen 3 Parametern gesprochen, aber das hat ja nichts mit dem KP-Wert zu tun. Wir reden immer vom KP-Wert. Der KP-Wert ist grundsätzlich ein globales Potenzial, Nordlichter zu sehen. Das heißt, wenn eine große Menge an Partikel Richtung Erde geschleudert werden, dann ist es so, dass das Potenzial auch dementsprechend hoch ist. Aber die können irgendwo auftreffen und es muss nicht zwangsläufig so sein, dass wir an dem Standort, wo wir sind, dann eine hohe Dichte haben bzw. eine hohe Aktivität haben. Und nur Polarlichter machen kein gutes Bild. Auch bei der Aufnahme von Polarlichtern ist es wichtig, dass man sie gestalterisch und kompositorisch Gedanken zum Bild macht. Wenn die Polarlichter extrem stark sind, dann können wir nicht sehr lange belichten, da sie sonst extrem verwaschen sind. Man kann sich das so vorstellen wie extrem schnell ziehende Wolken. Wenn man die noch einigermaßen mit Struktur abbilden wollen, dann können wir nicht 10 Sekunden belichten, weil in 10 Sekunden verwischen sie schon relativ stark. Das heißt, wenn ich schwächere Polarlichter habe, kann ich länger belichten und wenn ich hellere Polarlichter habe, aktivere, dann muss ich kürzer belichten. Wenn ich extrem starke Nordlichter habe, komme ich nicht drum herum, eine Aufnahme für den Vordergrund zu machen, mit einer langen Belichtungszeit, um viel Vordergrundinformation zu sammeln und eine Belichtung für den Himmel. Und diese muss ich dann im Nachhinein kombinieren. Wenn die Nordlichter schwächer sind, kann es gut sein, dass ich mit einem Einzelbild auskomme. Wichtig ist, die ISO nicht zu hoch zu schrauben, weil wir die Kontrastinformationen benötigen und es ist besser im Nachhinein ein bisschen die Helligkeit nach oben zu drehen. Blende möglichst offen. Das hängt aber allerdings davon ab, wie gut ist das Objektiv, wie scharf sind die Sterne. Das nächste ist dann die Belichtungszeit. Die minimale Belichtungszeit richtet sich nach der Aktivität der Nordlichter. Wenn es sehr schnell sind, dann muss ich kürzer belichten. Und wenn es sehr langsam sind, kann ich aber auch nicht unbegrenzt lang belichten. Heute haben wir das Glück, Nordlichter zu sehen. Was man dafür braucht, zeige ich euch gleich. Also als erstes ist einmal ganz wichtig Handschuhe. Ich sage immer etwas unlieb die Ofenhandschuhe dazu. Aber das Coole dabei ist, wenn ich da reinschlupfe, dann habe ich die Möglichkeit, die Kamera noch zu bedienen. Mit dem zweiten Handschuh, der innen angemacht ist, also das ist alles ein Handschuh, das kann man nicht entfernen. Es gibt da unterschiedliche Modelle, aber dieser ist eben so, das ist kombiniert. Wenn es ganz kalt ist, kann man das zumachen. Und hinten ist auch noch ein Reißverschluss und den Reißverschluss kann man aufmachen und dann hat man nämlich was ganz Cooles, ein Heizkissen. Das ist schön warm. Und dieses Heizkissen steckt man da rein, dass die Finger warm bleiben. Das ist ganz wichtig. Noch ganz wichtig ist, Kleidung in Schichten zu tragen. Ich verwende heute Merino als Base Layer. Habe dann zusätzlich zum Base Layer habe ich noch eine dicke Hose an und darüber habe ich noch eine wind- und wasserabweisende Schicht und oben ist es ähnlich. Also ich habe Merino, dann habe ich ein Baumwollhemd, dann habe ich einen isländischen Pullover aus Wolle, dann habe ich noch eine Fließjacke und ganz drüber die windabweisende Hardshell. Mir ist jetzt herinnen schon ziemlich warm und deshalb gehen wir gleich aus. Und was man natürlich noch braucht, ist eine Kamera. Und da habe ich heute mit die Nikon Z9 und als Objektiv habe ich das ganz tolle 20 mm 1,8. Da der Autofokus nicht funktioniert, weil die Sterne zu klein sind und zu wenig Licht emittieren, muss ich vollständig manuell fokussieren. Das heißt, ich drehe den manuellen Fokusring so lange, bis die Sterne möglichst klein im Bild sichtbar sind. Ich gehe da so vor, dass ich das Bild stark vergrößere und anschließend den Fokusring manuell drehe, bis die Sterne die kleinste Fläche im Bild einnehmen und perfekt, möglichst perfekt rund sind. Die Belichtungszeit wähle ich so, dass die Sterne möglichst rund im Bild erscheinen. In meinem Fall kann ich bei 20 mm Brennweite und Vollformatsensor 10 Sekunden belichten, um runde Sterne zu erhalten. Vor allem in der Nacht und in der Kälte ist es sehr wichtig, dass man sein Equipment kennt. Dazu würde ich euch empfehlen, übt zu Hause bei Dunkelheit, also oder sehr, sehr, sehr schwach im Licht, eure Kamera zu bedienen. Schaut sich an, wo welche Knöpfe sind und versucht möglichst wenig Licht zu emittieren. Wenn ihr eine Kamera habt, wo beim Selbstauslöser immer ein Licht emittiert wird, also das Blinklicht, dann ist es sehr störend, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid. Wenn ihr alleine unterwegs seid, ist es wieder ein anderes Thema. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, dass ihr dieses Licht für den Zweck der Polarlicht- oder Nachtfotografie abklebt, weil ausschalten kann man es meines Wissens bei den meisten Herstellern nicht. So, jetzt kommen wir zur Bildbearbeitungsseite. Die Bildbearbeitung ist extrem wichtig. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein sehr modernes Smartphone habt, dann seht ihr, dass die Fotos eigentlich gleich viel besser ausschauen als auf der Kamera. Grund dafür ist, dass das Smartphone die Bilder direkt bearbeitet. Aus der Kamera schaut es manchmal ein bisschen dunkel aus, wie das mittlere Bild oben zum Beispiel. Dieses Bild möchte ich gern mit euch bearbeiten und zu diesem verwandeln. Ihr seht, es ist deutlich heller und es schaut farblich anders aus. Es sind mehr Strukturen im Himmel und der Vordergrund ist sichtbar. So, dann öffne ich einmal das Bild. Ich drücke auf die Taste D und wir wechseln in das Entwickeln-Modul. Wenn ich auf die Taste I drücke, dann bekomme ich oben die Informationen eingeblendet. Und wir sehen, ich habe die ISO 800 verwendet, Blende 2 und 10 Sekunden Belichtungszeit. Die 10 Sekunden Belichtungszeit sind bei meiner Brennweiten- und Sensorgrößenkombination, die maximale Belichtungszeit, wo ich wirklich perfekte Sterne bekomme. Wie gesagt, das Bild ist relativ dunkel. Der Grund dafür, warum ich das so aufgenommen habe, ist einfach, weil wir sehr helle Bereiche in den Polarlichtern haben und es ist schwierig, den Bildschirm, den Kamerabildschirm in der Nacht zu beurteilen mit unserem menschlichen Auge. Wir gewöhnen uns so stark an die Dunkelheit, dass sobald wir auf den Bildschirm schauen, ist es extrem hell im Vergleich zur Umgebung. Die Polarlichter sind sehr hell und wie ihr seht, extrem grün. Das heißt, der Farbkanal, der am stärksten Informationen sammelt in den Polarlichtern, ist der Grünkanal. Und damit hier alle Kontraste eingefangen werden, schaue ich sehr stark aufs RGB-Histogramm, also die Rot-, Grün- und Blau-Anteile des Histogramms auf der Kamera. Bei der Bildbearbeitung gehen wir so vor, wie gesagt, wir öffnen das Bild und schauen uns einmal an, was ist in unserem Bild vorhanden. Das kann ich machen, indem dunkel ist es schon, das heißt, wir sehen, was da für Strukturen sind in den Polarlichtern, und wenn ich die Helligkeit verstärke, dann sehe ich auch, oh, es gibt ja sogar einen Vordergrund, also wir haben da Informationen drinnen und wir haben genügend Sterne, wir haben auf der anderen Seite des Fjords so eine schöne Bergkette, da ist noch eine kleine Insel, wir haben eine Wolkenbank. Und das sind alles Elemente, die ich dann später noch rausarbeiten kann. Und eine Sache, die ich mache, die ich sehr selten wo sehe, ist das Profil anzupassen, das Farbprofil. Das ist gleich oben, ganz oben in Lightroom, quasi bei den, über den Grundeinstellungen. Und wenn ich auf die 4 Kästchen drücke, dann sehe ich alle möglichen. Da verwende ich entweder das neutrale Farbprofil von Adobe oder ich verwende das flache Farbprofil in der Kamera. Dann gehe ich mit den Lichtern einmal runter, mit den Tiefen rauf, und um den Kontrast noch weiter zu verringern, und dann gehe ich mit der Belichtung rauf zu einem Wert, wo ich mal ein bisschen was sehe. Und jetzt sieht man schon links ist das Histogramm gut ausgenutzt und auf der rechten Seite auch schon. Das heißt, grob passt das einmal ganz gut. Jetzt können wir noch gleich die Farben ein bisschen anpassen, also Farbtemperatur, das können wir später auch nochmal nachkorrigieren. Also ich sage mal so, jetzt sind wir in dem Bereich und bei 3900, und da würde ich es eine Spur noch verringern, um die Blautöne im Hintergrund zu verstärken und dadurch eben eine Tontrennung zu erhalten. Wir werden das auch separat nachher noch bei den HSL-Reglern machen. Dann gehe ich wie sehr häufig so vor, dass ich die Klarheit, die allgemeine Klarheit ein bisschen verstärke, um schon die Mikrokontraste, ihr seht es, zu verstärken. Das heißt, Klarheit wird später auch ein Thema werden. Ihr seht, was das macht. Also es gibt wirklich starke Kontraste und Dynamik werde ich auch verwenden. Also ich gehe mit Dynamik ein bisschen noch rauf auf 25, 20 in der Größenordnung. Und Sättigung gehe ich etwas nach unten. Um allgemein so ein bisschen Leuchten ins Bild zu bekommen, gehe ich global noch ein bisschen nach oben mit der Gradationskurve. Also da mache ich so einen S-Bogen. Also den Bereich schieben wir nach oben und die dunklen Bereiche lassen wir unten. Das heißt, wenn wir uns das anzeigen, vorher, nachher, dann sehen wir vor allem in den Polarlichtern und im Vordergrund beim Eis, vorher, nachher, so ein verstärktes Leuchten, und das wollen wir. Ich werde jetzt dann noch lokale Bearbeitungen durchführen, und wenn mir irgendwas zu viel ist, dann habe ich nachher noch immer die Möglichkeit, das zurückzudrehen ein wenig. Jetzt schauen wir uns einmal an die Tontrennung. Es ist so, dass wir verschiedene Farbtöne haben, und ich möchte die Blautöne, die möchte ich ein bisschen verschieben. Also ich möchte quasi die Polarlichter, die Farbe, möchte ich ein bisschen ins Gelblichere verschieben, und weil es sehr blaulastig sind. Und dann sieht man schon, die Grüntöne nach Gelb verschieben. Dann trennen sich die ziemlich stark vom Hintergrund ab. Und da gehe ich zu einem Wert, der sinnvoll ist, also ein bisschen niedriger, da können wir die Sättigung noch erhöhen. Das heißt, dann können wir, wenn wir lokal bei gewissen Bildbereichen die Sättigung verstärken, können wir es global wieder verringern und haben eine schöne Tontrennung. Der Hauptteil strahlt gut und der Rest tritt ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt, wenn wir da auch noch die Luminanz angreifen, also wir können die Luminanz erhöhen, dann sehen wir, es gibt in Bereichen der Polarlichter keine Kontraste mehr, also so weit wollen wir nicht gehen. Und wenn wir nach unten gehen, kann man das abdunkeln. Das ist natürlich auch nicht sehr schön, aber wir hätten dadurch die Möglichkeit, wenn wir die Polarlichter so abdunkeln, dann können wir die Gesamtbelichtung wieder verstärken. Das heißt, da könnten wir noch ein bisschen nach oben gehen und uns so bei einem Wert einpendeln, der ganz gut ist. Genau, das heißt, so würde ich mal bleiben. Nehme ich Aquamarin und verschiebe den in eine andere Richtung. Jetzt sehe ich, okay, dadurch werden nicht nur die Himmelsbereiche angegriffen, sondern auch die Polarlichter. Das Aquamarin können wir, da können wir noch ein bisschen rauf, und ich würde das aber entsättigen, nicht satter machen, sondern entsättigen. Und die Luminanz ein bisschen nach unten, also eher dunkler machen, das Ganze. Das heißt, wir gehen in diesen Bereich. Das heißt, so trennt sich das ein bisschen ab. Ich habe einen schönen Kontrast. Wenn wir uns das anschauen vom HSL, ist natürlich zu stark noch, das ist klar, aber vorher, nachher, also man sieht einfach viel stärker, das ist vorher. Alles hat so ein bisschen einen Farbstich und nachher hat es sich abgetrennt. Dann können wir noch schauen, was wir beim Kalibrieren-Tool erhalten. Wenn wir den Farbton beim Rotkanal anpassen, dann sehen wir, da gibt es noch die Möglichkeit, die Tontrennung, was wir vorher schon gehabt haben, noch zu verstärken. Also da werden die Grüntöne noch bläulicher und auch der Vordergrund wird noch etwas bläulicher. Wenn ich den Grünkanal direkt verstärke, dann werden eigentlich hauptsächlich die Polarlichter angegriffen. Das heißt, die könnte ich noch ein bisschen gelber machen und dann mit dem Rotkanal gegensteuern. Alright, das heißt, jetzt haben wir die globalen Anpassungen soweit hinter uns gebracht. Jetzt geht es weiter zu den lokalen Anpassungen, und da gehen wir zur ersten Maske. Und die erste Maske wird ein Pinsel, wo wir den Vordergrund einmal verstärken, den Kontrast im Vordergrund erhöhen. Das heißt, Lichter, Weiß und Klarheit nach oben und ein bisschen eine leichte S-Kurve. Und jetzt vergrößern wir den Pinsel durch das Drehen vom Scrollrad. So, Lichter, Weiß. Dann die Gradationskurve nach oben, um die Helligkeit zu verstärken. Klarheit ein bisschen nach oben. Jetzt würde ich gerne das Licht ein bisschen natürlicher machen vom Vordergrund. Das ist sehr blau. Da möchte ich eben gerne das spurneutraler gestalten und mache so einen Radialfilter wo ich quasi den Farbton verändere. Also ich möchte quasi das Grün, also Spur abschwächen, also das reflektierte Grün, und allgemein die Sättigung als Spur verringern, dass das Blau auch nicht so dominant ist. Und auch hier können wir wieder ein bisschen mit den Lichtern rauf und Tiefen etwas nach oben und auch Klarheit wieder. Also wenn wir da schauen, Klarheit, das verstärkt natürlich den Kontrast wieder. Aber davor, im Vordergrund den Kontrast verstärken ist eh eine gute Idee. Und wenn wir uns das wieder anschauen, vorher, nachher, vorher, nachher. Es leuchtet wieder stärker, es ist weniger, es hat weniger Farbstich, dadurch hat es wieder eine Distanz zum Hintergrund, was sehr positiv ist. Und genau, das ja, schaut soweit ganz gut aus. Das heißt, der Vordergrund, den finde ich schon mal ganz okay. Die Polarlichter schauen auch schon schön aus. Sie könnten aber noch ein bisschen mehr Definition vertragen. Das heißt, jetzt machen wir wieder einen Pinsel. Und du gehst einerseits so vor, dass ich gewisse Bereiche aufhell und gewisse Bereiche abdunkel. Genau, und das mache ich mit Lichter und Weiß. Weiß gehe nur ganz ein bisschen nach oben, also um 2, 3, 4 Punkte. Zusätzlich Gradationskurve, ein leichter S-Bogen und Klarheit. Jetzt, um das besser sehen zu können, vergrößere ich das Bild ein wenig. Also da gehen wir vielleicht auf 33% und dann sehe ich, das geht sich gut aus im Bild. Ich kann jetzt so vorgehen, dass ich die Strukturen möglichst so verfolge, wie sie sind. Also wenn ich eben so Striche sehe wie diese hier, das wirkt vielleicht in anderen Bildern unnatürlich, solche Striche, aber die Polarlichter haben tatsächlich solche Striche, und wenn ich die verstärke, dann kriege ich eben die Strukturen so schön rein. So, jetzt haben wir die Strukturen in den Polarlichtern verstärkt, und wenn wir uns das anschauen, also ich schalte mal einfach alle Masken aus und wieder ein, dann schaut das vorher, nachher, vorher, nachher. Also wenn es nur im Himmel schaut, dann erkennt es einfach, dass die dunklen Bereiche dunkler geworden sind und die hellen heller, und dadurch ist eben mehr Struktur entstanden, was wie gesagt positiv ist. Jetzt würde ich noch den Kontrast im entfernten Berg etwas verringern, um die Distanz etwas zu verstärken. Das heißt, ich gehe mit Schwarz rauf und mit Dunst nach links, also Dunst hinzufügen und Schwarz rauf, dann habe ich so dann erzeuge ich da so ein bisschen Distanz. Außerdem würde ich gerne die Wolken etwas dominanter darstellen, das heißt, ich gehe mit Klarheit rauf und mit Dunst rauf, und dann werden wir die ein wenig hervorheben, um einfach den rechten Bildbereich da auch noch etwas dominantere Bereiche zu erhalten. Das heißt, wenn wir das ausschalten und wieder einschalten, dann sehen wir, okay, da passiert was, das ist, und genau, bisschen zu stark, da können wir wieder was weglöschen mit der gedrückten Alt-Taste und nur mal schauen vorher, nachher, dann ist es schon schöner. Genau, Und so würde man da jetzt vorgehen, also wie gesagt, ich habe die Aufnahme dunkler aufgenommen, zwar mit ISO 800, aber wenn man noch natürlich reinschaut, dann gibt es da natürlich ein deutliches Bildrauschen. Und das ist ja voll okay so. Wenn ich kaum Informationen oder wenn ich wenig Lichtinformationen habe, dann entsteht unweigerlich ein Rauschen. Der Vorteil ist, ich kann mit dem Rauschen eigentlich sehr gut umgehen schon und es gibt die Möglichkeit, das im Lightroom das super mächtige Entrauschen-Tool zu verwenden und ich gehe einfach auf Entrauschen und dann schätzt er die Zeitdauer, die das benötigt, das Entrauschen und genau. Und dann steht Dauer, geschätzte Dauer 25 und dann, ich hoffe es sind Sekunden und dann gehen wir auf Verbessern. Es steht DNG wird mit Entrauschen erstellt. Das heißt so viel wie er macht aus dem RAW-File ein DNG und speichert es dann ab als entrauschte, verbesserte Datei. Also wenn ich nochmal rausgehe, hier habe ich das Verbesserte und das Entwickelte, das wir jetzt gemacht haben. Das ist das Normale und das ist das Verbesserte. Das heißt, wenn ich beide auswähle und nebeneinander mir anzeige und dann nochmal, also man sieht auch jetzt schon in der kleinen Ansicht, welches ist und dann, wenn ich da reingehe, das nicht entrauschte hat natürlich scharfe Kanten und viel Körnung, aber es ist natürlich schon fein, also da muss man sich natürlich annähern, das Rechte würde jetzt dann ein bisschen schärfen, vertragen, aber genau. Grundsätzlich ist das eine Vorgehensweise, die ich bei der Aufnahme von Polarlichtern mache oder bei der Bildentwicklung von Polarlichtern. Und kompositorisch könnte man uns da jetzt überlegen, oben in diesem Fall noch etwas zu beschneiden. Also das wäre noch eine Sache, die wir durchführen könnten. Das 4:3 Format gefällt mir eigentlich sehr gut im Hochformat und da würde ich überlegen, ob man vielleicht so einen Ausschnitt wählt, um das Ganze ein bisschen kompakter darzustellen und nicht so lang gezogen wie das 3:2 im Hochformat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Ganz wichtig, Daumen nach oben, liken, teilen, Kanal abonnieren. Das, was man jetzt so macht. Aber ungeachtet dessen hoffe ich einfach, dass es euch gefällt und dass, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mal in die Kommentare und ich werde schauen, dass ich das möglichst gut beantworte bzw. Bezug nehmend darauf ein separates Video erstelle. Und sonst schaut ihr gerne auf meine Website, auf meinen Instagram-Account. Kommt gerne beim Workshop vorbei oder an einer Fotoreise. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Bis dann. Ciao, ciao. habe die Gelegenheit gleich genutzt und habe mehrere Bilder aufgenommen. Das ist eines davon. Das ist ein bisschen, ja, jetzt sieht man was. See you next time. Bye bye. So, jetzt muss ich den Ausschalter noch erwischen. Vesterålen.